Hallo zu einer neuen Ausgabe der UV-Video-Wochenschau. Geocacher entdecken Tresor aus Lutten in Haltern am See. Davon geht die Polizei nach ersten Erkenntnissen aus. Der Tresor war bei einer Umweltaktion Anfang April gefunden worden. In Lutten wurde er Mitte März aus einem Getränkemarkt gestohlen. Und für Iris Tapphorn vom Gänsehof in Brockdorf ist Hochsaison. Die Eier ihrer Tiere sind besonders zu den Festtagen beliebt und gefragt. Die Gänseeier werden gerade für eine Bemalung gerne genutzt. Wer es noch nicht gesehen hat, Karrierestart TV gibt es auch auf Facebook und Instagram. Dort findet ihr nicht nur die Videos der Ausbildungsberufe, sondern zum Beispiel auch Bewerbungstipps. Ich wünsche euch im Namen der Oldenburgischen Volkszeitung schöne Ostern, ob mit oder ohne Osterfeuer, und sage bis bald.